Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen, hier bin ich mit dem Golden Magic Lenemore von der Gabi Mokros. Schauen wir, was das da für Infos sind. Ups, da wäre schon mal Transformation. Die Lemnis-Karte, die Unendlichkeit. Wir haben zwei Aussagen. Einmal geht es um unser Seelengerüst. Einmal geht es um eine finanzielle Situation. Es geht darum, etwas zu transformieren, was wir uns erarbeitet haben. Möglicherweise machen wir uns hier mal Gedanken um Beruf und Geld. Wo können wir was in einen anderen Prozess bringen? Wo können wir ernten? Wo können wir beides irgendwie gut machbar für uns zusammenbringen? Das riecht alles nach Veränderung, die wir schon vorgeahnt haben. Ich habe hier allerdings so einen Prozess, der, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, da muss man erstmal akzeptieren, dass etwas vollendet ist und dann hier etwas Neues entstehen lassen. Auf Svens Karten, das muss ich jetzt gerade mal zeigen, weil das ist eigentlich die schönste Saalkarte, die ich je gesehen habe, weil sie einfach nett gruselig ist. Wir haben nämlich hier, ich hoffe, ihr könnt sehen, einsteils, dass man was beendet und hier aus dem Sarg und aus der Erde kommen schon die neuen Triebe raus. Und genau das ist das, was die Karte eigentlich sagt. Ne? Man muss etwas komplett beenden, um das Neue dann vorantreiben zu können. Und so etwas steht hier an. Und ich bin mir hier nicht sicher, ob man da schon in der Akzeptanz ist, dass etwas so, wie es war, nicht mehr geht. Ich habe hier Kommunikation, Nachrichten, Konversationen. Es kann sein, dass man hier in der Vergangenheit schon was besprochen hat oder sich über was ausgetauscht hat, was jetzt tatsächlich kommt. Wow, hier liegt die Sonne. Leute, habt keine Angst vor irgendwelchen Umbrüchen, denn das, was hier geht, ist eher so eine missliche Lage, ne? Eine, wo man belastet ist oder stagniert oder wo man nicht mehr an das Gute geglaubt hat. Und hier kommt einfach die Wende. Hier mit der Sonne haben wir die Positivität auf den Veränderungen, auf den Beruf, auf den Dingen, an denen wir arbeiten, auf den Finanzen und dann auch noch eine gute Nachricht, mit der wir rechnen dürfen. Es geht hier um sehr viele Veränderungen. Es geht nämlich um alle Lebensbereiche. Es geht darum, das Umfeld so zu gestalten, dass man wahrlich aus den Vollen schöpfen kann. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Für die einen ist das Volle, sich jeden Tag irgendwas zu kaufen, dass man dann am nächsten Tag schon satt hat. Für die anderen ist es ein gutes Buch zu lesen, einen schönen Film zu gucken, ein Musikstück zu hören. Das kann man nicht kollektiv definieren. Es ist auf jeden Fall etwas, das sehr viel friedliche Energie mitbringt, Kämpfe beendet, für Stabilität sorgt. Es kann ja auch um das Umfeld, die Familien mitgehen.
Man hofft hier tatsächlich, dass einem das, was man hier bekommt, dass einem das weiterhin zur Verfügung steht, dass man das langfristig umsetzen kann. Manche bauen vielleicht auch auf ihre Freunde, ihre Familie oder können mit dem, was hier liegt, ich würde es mal, das sind, beim Kegeln sind das alle Neune, ne? Ja, so verteilen auf alle, dass es allen gut geht. Guckt mal, und wir sind die Wichtigsten hier. Wir, unsere Sicherheit, unsere Erfolge, unser Beziehungsleben. Wir richten uns hier auf ein neues Leben aus, bei dem wir für uns das Thema Fülle in den Vordergrund stellen, wo wir auch diesen schwierigen Situationen bewusst den Rücken zudrehen. Ach, es ist eine Wahnsinnslegung. Ich wünsche eigentlich, ich nenne nicht eigentlich, ich wünsche, dass die für alle zur Verfügung steht. Dass das auch so ein kollektives Thema ist, dass da mal Ruhe reinkommt in die Dinge, wie sie eben sind. Und dass wir das Beste aus dem machen können, was wir hier liegen haben. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Oder was wir eben zur Verfügung haben. Hier lohnt sich was, hier zahlt sich was aus, hier hebt sich die Seele und freut sich. Manchmal ist es so, dass ich schon, wenn ich mal was super Gutes habe, traue ich es mich gar nicht mehr zu sagen, weil dann heißt es immer, ja, diese Schönrederei, aber ich übersetze ja nur das, was ich hier sehe und das ist mehr als alle Neune. Und das passt ja auch sehr gut, ne? Hier hat man vielleicht lange auf Versprechen gewartet, die nicht eingehalten worden sind, leere Worte, ja? Irgendwas wurde immer wieder besprochen. Oder vielleicht auch verabredet und es wurde nichts und man hat gewartet und gewartet und das macht man jetzt einfach nicht mehr, weil man möchte im Hier und Jetzt leben und ankommen. Da wir selber hier als Ziel liegen, ne, haben wir es absolut in der Hand. Aufwachen ist ja angezeigt. Dein Moment ist jetzt. Ne? Wunderbar. Wir gucken noch ein Krafttier und dann lasse ich das für heute tatsächlich so stehen. Och, Mensch. Wir haben das Mitschöpfertum und wir haben den Energievampirismus. Also lass dir hier auch die gute Energie nicht wegnehmen. Ne? Weil hier ist etwas, was noch nicht ganz gelöst ist. Das passt wunderbar, ne? Was immer wieder Energie kostet und was einen nicht vorwärts gehen lässt. Und hier haben wir mit der Sonne die beste Energie, die wir haben könnten. Und hier natürlich mit dem Seepferdchen. Wir sind Mitschöpfer in unserem Leben. Wir bestimmen, wo die Richtung lang geht. Wir dürfen uns für neue Wege öffnen. Wir haben hier dieses Vereinigte, ne? Yin und Yang, alles gemeinsam und das eine braucht das andere, um zu gedeihen. Und es ist auch Energievampirismus, wenn jemand Versprechen macht und sie dann nicht einhält. Weil hier haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel dieses Gespräch, auf das man vielleicht gebaut hat. Und hier sagt man so, ey, nee. Ich wache jetzt mal auf, ich nütze meine Zeit und man muss da echt aufpassen. Man sagt so leicht, ich bin dann für dich da, ich mache dann das und das für dich. Und wenn die Zeit da ist, dann kann es unter Umständen ganz schön schwierig sein, diese Versprechen alle einzuhalten. Und die macht man sehr häufig, wenn man unbewusst kommuniziert. Also nehmt eure Sachen selber in die Hand, hier liegen alle Neune. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.